In erster Linie geht es natürlich darum, die Köpfe wieder frei zu bekommen, viele Gespräche zu führen, in das Herz der Spieler reinzukommen. Einfach da wieder diesen positiven Gedanken hervorzuheben, zu finden. Erstmal hat Viktor in den letzten 2 Jahren bewiesen, dass er seine Qualitäten auch hat. Trotzdem haben wir uns zu der Entscheidung am Samstag entschlossen. Alex wird jetzt definitiv das Spiel am Mittwoch machen. Wie viele Spiele folgen werden, kann ich heute noch nicht sagen. Es ist natürlich ein Traum und ist natürlich, dass man als Trainer natürlich im Fußball kannst du halt nicht so weit in die Zukunft gucken. Da kannst du halt nicht so viel auch immer vorausplanen. Deswegen kam es für mich natürlich auch überraschend. Aber klar, ist man natürlich voller Energie und positiv und möchte natürlich seinen Teil dazu beitragen, auch dann bessere Ergebnisse wieder zu erzielen. Es geht um jetzt und es geht auch nicht um mich. Es geht um den Verein und da nehme ich mich auch nicht so wichtig, weil ich da schon das auch einzuordnen weiß und mit großen Demut und Bescheidenheit an die Sache rangehe, aber auch mit der vollen Überzeugung und mit dem vollen Einsatz auch mit meiner Art hier was zu bewegen.